raus. Nein, das war der SU-85B. Ach, so ein blöder Jagdpanzer. Okay, wir haben bestimmt die Schlacht verloren. So, das ist jetzt ein Ami-Panzer. Ich rede hier so schnell durch. Ein M7. Der ist auch recht neu. Guckt, wie die Mannschaft. 51%ige Kampferfahrung. Also 51% an Kampferfahrung. Ich habe die mit 50% gekauft. Da sind die kostenlos. Da muss man jetzt keinen Cash oder so bezahlen. Ab ins Gefecht, ja. Kein Cash bezahlen. Okay, das ist Cash. Ich hatte 7 Euro. Da habe ich mir damit nur Stellplätze geholt. Für meine Panzer. Weil ich schon wusste, ich werde mir so viele Panzer holen. Ich bin so ein kleiner Spiele-Messi. Wenn ich jetzt Sachen mir holen kann, beispielsweise Panzer, die ich gar nicht mehr brauche, ich behalte die trotzdem. Aber ich habe mir jetzt die Strategie angeeignet, einen schwächeren Panzer zu behalten und mit dem ab und zu mal zu spielen, um einfach wieder zu wissen, was für schlechte Panzer du vorhin hattest, wie langsam die waren, wie wenig die einstecken, damit ich wieder zu schätzen weiß, wie viel so ein Panzer hier einstecken kann. Weil mit der Zeit vergisst man das. Das ist auch interessant. Das ist mir aufgefallen. Sehr interessant ist dies. Und zwar, wenn ich so einen Panzer anfangs hat und man gibt dem jetzt beispielsweise eine neue Kanone und neue Ketten. Mehr nicht, weil das Geld gerade nicht ausgereicht hat oder die Erfahrungspunkte. Und man spielt mit dem die ersten 2-3 Matches, dann geht der ab wie Latte. Das ist unfassbar. Dann gehen die ab wie sonst was. Aber mit der im Laufe der Zeit, oh, ich gehe besser in die Stadt, weil der ist langsam. Da kann man nicht viel mit reißen auf dem offenen Gelände. Finde ich. Das ist meine Strategie. Wenn ich so einen schwerfälligen Panzer habe, dann gehe ich mit dem in die Stadt rein und mache die City unsicher. Okay, wo war ich? Ah ja, wenn man so einen Panzer hat, der leicht aufgerüstet wurde, gerade da an A20, der ist schnell. Sieht man. Also, wenn man so einen Panzer hat, der gerade aufgerüstet wurde, bisschen neue Kanonenkette, dann gehen die ab wie sonst was ab. Dann gehen die Kugeln bei jedem Schuss, hat man, dann trifft das, dann zieht das 43%, dann bleibt der Panzer mittendrin im Kampf hängen. Und den Hetzer will ich jetzt. Oh, das war jetzt ein anderer. Tja, ja. Der Hetzer ist weg. Aber wir haben da zwei Churchills. Ein T14 und ich pausiere mal gerade. Und willkommen zurück und es ist das passiert, was ich mir befürchtet hatte, was geschehen könnte, wenn ich das Spiel mittendrin pausiere. Ich wurde abgeknallt. Ja, wieder mal. Wir haben jetzt bis jetzt all jeden Kampf, den ihr jetzt gesehen habt, habe ich jetzt wirklich gemacht. Ich habe jetzt keinen Kampf ausgelassen und habe jetzt jeden Kampf verloren. Was ein bisschen embarrassing ist, aber so, jetzt ist mein T-34 in der Reihe ein sowjetischer Panzer. Da am roten Stern zu erkennen. Wer es nicht sieht, wenn ihr jetzt eine Maus sehen könnt, hier, da und am Geschützturm einmal. Ein Drehturm, ein Turm, ein Panzerturm, weiß nicht, wie man es nennen soll. So. Und ja. Deutsch. Amerikanisch. Russisch. Russisch, oder? Ja, T50. Jagdpanzer ist wieder Deutsch. Und es geht los. Also der, das diese Karte, die mag ich auch nicht wirklich besonders. Da haben wir ein Dorf, das ist so ein Hügel, auf einem Hügel, das ist ein Stadtdorf.
Hafenstadt und die Hafenstadt ist Kacke. So. Und ich denke mal, ich sollte einfach mal die Klappe halten und einfach mal euch selbst es überlassen zu bewerten. Ich versuche meine Klappe zu halten, einfach nur dieses Match irgendwie zu überleben und es auch zu schaffen. Und viel Spaß. Ach ja, noch eine Sache, wenn ihr irgendwelche Tipps für mich habt, strategisch, oh mein Gott, strategisch oder sonst was, dann könnt ich will den Panzer da kaufen. Mir fehlen noch 272 Erfahrungspunkte. Und die hole ich mir jetzt noch. Ich versuche es. Ich habe ja gerade noch genug Geld für diesen, um den Panzer zu kaufen. Danach geht mein ganzes Geld für die Ausrüstung in Hops. Da, für den BDR G1B. Ja, ich mag französische Panzer. Aber ich kann ja kein Französisch. Die französischen Panzer, die sind sehr interessant. Also, etwa haben wir dieses fette Monster hier, den B1. Und dann haben wir beispielsweise, der ist ziemlich wendig. Aber diesen BDR G1 habt ihr noch nie gefahren. Ich will mal bald fahren können. Hoffentlich, vielleicht erlebt ihr es ja auch noch mit. Aber hinten den AMX-40, das ist ein Monster. Das ist ein leichter Panzer und steckt ein wie ein großer. Also, der ist sehr interessant. Das ist ein sehr interessanter Kasus. Kasus AMX-40. Sehr interessant. Der kann auch richtig austeilen. Also, der kann austeilen und richtig einstecken. Allerdings nur in seiner, sagen wir mal, Levelklasse. Wenn es ein bisschen höher ist, ist ein Churchill, das ist ein Problem mit dem AMX. Und da, das hasse ich. Wenn sich zwei Panzer aneinander zu nahe kommen, dann schon wieder. Es kann auch passieren, dass sich drei Panzer so, einer vorne, einer in der Mitte, einer hinten, und da gibt's in hoher Geschwindigkeit eine Kollision. Alle drei Panzer kriegen davon eine gesickt. Die Kette geht vielleicht sogar kaputt. Das kann auch passieren durch einen Teamknutscher. Aber schließlich will ich nicht reden. Ich will einfach. Ach komm, ich sag einfach irgendwas. Oh Gott. Das finde ich auch interessant. Das finde ich auch sehr interessant, weil der Panzer. Und warum zeigt dieser. Ist das eine Antenne oder ist das ein Geschütz? Ein Geschütz. Warum sagt das nach oben, Schütze nach unten richten? Aber egal. Vielleicht ein Flak auch noch. Also wie ihr seht. Russe, Deutsch, Deutsch, Russisch, 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 Deutsch, Deutsch, weiß ich nicht, Russisch, Amerikanisch, Deutsch, Amerikanisch, Französisch, ich weiß die Namen nicht auswendig. Die sind auch Teufel auf dem Schlachtfeld, die Typ 59. Ah, ist der Artillerie, ist der M37. Ich glaub nicht. Aber wir müssen erstmal die Mitte hier sichern. Da. Geht am meisten die Post ab. Aber ich würde mal nach dort gehen. Negativ verstanden, dann fahr selbst, fahr woanders hin. Der Panzer ist nicht schlecht, dafür den war ich erstmal begeistert, weil der richtig schnell ist. Das war der erste schnelle Panzer, den ich hier gefahren habe. Die anderen haben Höchstgeschwindigkeit 20 Stundenkilometer. Und zwar mit höchstem Motor. Und der hier ist ein gigantisch schwerer Monsterpanzer, der schafft hier 20. Locker. Oh, da kommt der Boss auch noch. Jetzt wird es schmutzig. Wechseln wir die Munition. Dritte Munition ist explosive Munition. Manchmal ist sie was, aber eher in meisten Fällen nicht. Aber sie ist ein gutes Gimmick. Einfach mal aus Spaß Munition verschwenden. So, wir sind. Nein. Mist. Da, den knall ich. Nein! Wer? Oh Gott. Volltreffer. Wir sind erledigt. Warum war das so da? Mann, ich glaube, hier ist halt viel zu langsam. Ach, alles in einem Gefecht, witzig. Kann ich wieder den Deutschen nehmen? Der. Nein, den. Ich will eine neue Kette haben und Turm und dann eventuell Geschütze. Worauf ich vor allem bei Geschützen achte, wenn das überhaupt jemanden interessieren sollte, dann darauf, dass sie eine hohe Durchschlagskraft haben. Ich habe es in den letzten Kämpfen sehr oft erlebt, damals, wo ich angefangen habe, dass ich mein bestes Geschütz reingenommen habe, die höchste Angriffskraft. Moment. Die höchste Angriffskraft reingesteckt habe und dann sind die Kugeln immer abgeprallt. Abgeprallt oder sonstiges.
Wirkungstreffer höchstens wieder mal. Das sind die richtig netten. Ah, einer, der mir hilft. Los geht's. Ja, der ist. Wo ist der M4? Wo ist mein Kumpel? Ah, da. Aha. Der passt doch nicht schlecht aus. So. Das Besondere an dieser Karte ist, wir haben zwei Basen, welche von den Teams jeweils sehr weit voneinander. Oh Gott, seht ihr, das ist das Haus. Das kann man auch. Man kann manche Häuser kann man zerstören, manchmal das Haus einschießen, wodurch dann feindliche Einheiten. Ja, Baum. Das sieht dann der Feind. Damit weiß er, da ist ein Panzer, der sich nicht richtig angestellt hat. Und der versperrt meinen. Ups, das habe ich gar nicht. Mist. Keinerlei Deckung mehr. Also hier ist unsere Basis. Und wenn der Gegner die hier besetzt und einnimmt, haben wir verloren. Und hier ist halt die gegnerische Basis. Da ist jetzt einer. Tja, und der wird jetzt gleich sein wunderbares Wunder erleben, wird gleich drauf gehen. Weil das sind Jagdpanzer, Jagdpanzer, leichter Panzer. Ja, einer hat schon erwischt. Ne, dann. Ach so, sah ganz so aus, Entschuldigung. Es war. Oh Gott, was ist da denn los? Juhu, jetzt geht's los. Ich glaube, ich sollte mal auf die andere Seite, oder? Das ist meine. Keiner von uns macht da. Schafft da irgendwas. Alright, guys, I will change the riverside. Mach keinen Scheiß. Was? Up, da, 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 da.